sehr guter Spieler. Habe mich gewundert, warum die Bayern den nicht entdeckt haben. Hätte euch auch gut getan. Dortmund hat in der Hinsicht immer ein sehr gutes Transfer-Feeling, muss man ehrlicherweise sagen. Wir haben nach wie vor den Torschützenkönig. Ja, das Scouting ist sehr gut bei Dortmund. Aber wir gehen auch frühzeitig an die Spieler ran, siehe Sancho. Aber heißt ja auch nicht, dass so ein Spieler dann sofort bei Bayern funktioniert hat. Das ist schon noch mal auch ein bisschen was anderes. Der hätte gar nicht spielen können, weil der polnische Kamerad da vorne sagt. Sag ich doch, wir haben nach wie vor den Torschützenkönig der Bundesliga, ja, aber, den uns alle beneiden. Nein. Wo hat denn Lewandowski vorgespielt? Ja. Und woher kam Lewandowski? Ja, nie aus Polen. Roman, super. Nein, nur gestern. Heißt das ein Hinweis auf die künftige Entwicklung von dem Spieler? Gestern, wenn du dir das Spiel, wie es dann gelaufen ist und was die Schalker dazu beigetragen haben, ist ja unstrittig. Nur dennoch, vor dem Spiel, wenn du guckst auf die Aufstellung der Dortmunder, kein Schaden, kein Witzel, was für die ganz wichtig war, da eine Stabilität reinzukriegen. Das haben sie mit den zwei Leuten gekriegt. Ja. Die können nicht. Reus, über den redet hier, der Kapitän redet kein Mensch. Dann hinten Akanji, der mir gesagt hat, der ist fehleranfällig, der Sagadu, ohne den geht's gar nicht. Also dann spielt Sancho nicht, dann Reina soll spielen, der kann aber dann beim Aufwärmen nicht. Also das ist schon ein Kader, der euch der wohl zu denken geben darf. Ich meine nicht, weil sondern das ist jetzt eine Konkurrenz. Früher hieß es immer, lass mal den Februar, März kommen, da kommen die Bayern mit ihren Positionen 12, 13, 14, 15 und da haben die anderen null Chancen. Wenn du dir jetzt anguckst, wie dieser Kader aussieht, in der Tiefe, das ist schon... Da gebe ich Ihnen absolut recht, Herr Reif, aber man muss sehen, dieser Kader ist 4 Punkte hinter Bayern. Ich meine, der ist ja nicht heute entstanden, sondern der spielt die ganze Saison schon und wir sind 4 Punkte vorne. In der Winterpause ist irgendetwas passiert. 8 der 9 Spiele in der Rückrunde gewonnen. Also man kann sagen, die haben einen Lauf. Der beste Torschütze ist eben nicht Lewandowski in der Rückrunde, sondern eben Haaland jetzt mit 9 Toren. Ja? Also der Trend ist ja jetzt gerade auf der Seite von Borussia Dortmund. Naja, der Trend ist jetzt ein Spiel und die Hoffnung stirbt natürlich zuletzt.